Recht herzlich willkommen mal wieder beim Geiwer im Keller. Leute, ich habe hier von Ken Deutschland einen Farbdrucker, einen Fotodrucker. Das ist der Pixma G650. Ken Deutschland hat sich mit Ulis Blickwinkel in Verbindung gesetzt. Und wir sind jetzt, glaube ich, 5 YouTuber, die für Ken ein kleines Projekt machen. Wir haben uns jeder einen Kindergarten ausgesucht. Ich nehme den, wo mein Enkel drin ist, na klar. Und diese Kindergärten bekommen je einen dieser Drucker. Und wir bauen dazu einen richtig schönen Tisch. Und wie der Geiwer so will, ne, macht er da wieder mal was Besonderes. Ja. Und das, Leute, seht ihr nach dem Intro. Ja, aber bevor wir anfangen, will ich euch natürlich eben einmal kurz diesen tollen Drucker vorstellen. Ja, das ist ein Fotodrucker, spezieller Fotodrucker, der wirklich er hat 5 Farbpatronen und eine schwarze. Und das Dolle daran ist, er hat nicht wie die anderen Drucker Druckkopf, wo das alles drin ist, sondern man kann die Farben separat nachfüllen. Und da sind sie, ja, die sind so in Massen drin, also schöne Menge. Und das muss man in dem Gerät wirklich nur einfüllen. Es ist sauber, richtig sauber. Da macht man sich nicht die Hände schmutzig und. Da sind noch die Druckköpfe. Ich sehe das gerade. Ja, ich packe das mal eben aus, das weg, und dann reden wir weiter. Ja, da steht das gute Ding. Ken möchte natürlich, dass wir das auch präsentieren. Kann ich natürlich verstehen. Ist ja auch eine Investition. So, pass auf, es ist ganz einfach. Da sind 2 Druckköpfe bei. Da steht einmal links. Den tun wir da rein. Wir schauen mal, warte mal. Wie wird der so? Wird der da reingelegt? Der auch. Ja. Und dann wird zugedrückt. Das sind schon mal die Druckköpfe. Ha, super. Weiter geht es mit dem Anmachen. Moment. Dann sollen wir ihn anmachen. Laut Einschalten des Druckers. Ja. Wir schalten ihn ein. So. Dann kommt hier oben eine Anzeige. Wir schauen mal. Wir können jetzt die Sprache auswählen. Deutsch. Okay. Ja. So. Dann die Tinten. Er sagt an, sind die Tintenbehälter mit Tinte gefüllt? Nein. So, jetzt geht das ganz einfach los. Wir müssen nur die kleinen Tintenbehälter aufmachen. Genau. Rausziehen. Ja. So, die Tintenbehälter sind jetzt offen. Ihr braucht jetzt wirklich nur die Farben, die dafür vorgesehen sind, reinnehmen und reinstecken. Ja, ja. Und reinlaufen lassen. Die anderen mache ich gleich. Ja, und während er hier so rattert, habe ich mal eine Frage an euch. Ich habe auch so einen Drucker bekommen. Ja. Und was kann man, ich warte mal so auf Kommentare, was kann man mit so Tintenstrahldrucker für die Werkstatt machen? Ich weiß, man kann irgendwie was überbügeln oder so, aber war das auch mit dem Tintenstrahldrucker? Geht das auch mit dem Tintenstrahl? War das nur mit dem Laser? Oder also mit Vorschlägen, die ihr mir unterbreiten könnt, weil ich habe ja jetzt den Drucker, vielleicht kann ich ja da noch irgendwie ein schönes Projekt machen, wäre ich nicht abgeneigt. Also ab in die Kommentare und einmal eure Ideen da mal kundtun. Fände ich toll. Ja, so, wir lassen ihn noch ein bisschen machen und dann fangen wir auch schon mit dem Projekt an.
Ja, es ist soweit. Wir werden jetzt zuerst mal mit dem Tisch anfangen. Ja, und das Teil ist übrigens über ein Smartphone bedienbar. Die Wi-Fi-Einrichtung ist simpel. Da gibt es einfach nur eine App von erkennen und dann einfach nur den Anweisungen folgen. Ja, Passwort eingeben und dann läuft das. Wir werden nachher, wenn alles fertig ist, werden wir das mal drucken, was Schönes, und gucken wir mal. Aber jetzt geht's endlich los. Bam, bam. So, der Geiber hat sich was ganz Tolles ausgedacht. Der macht nicht nur einfach ein Schränkchen. Nein, das Ding kommt in den Kindergarten. Die Kinder sind da überall nur am Rumtippen und. Darf es nicht sein. Der muss also versteckt werden. Und nur bei Bedarf rausgeholt werden. Und das alles in dem Schränkchen. Und das alles, wenn es geht, ohne Strom. Machen wir. Ja, ich habe mir da nämlich was überlegt. Ich nehme mal eine Grundplatte. Ja, ich habe mir hier so zwei so Teile gedruckt. Man hat ja einen 3D-Drucker. Das ist ja das Tolle. Da kommt so eine Führung an den Seiten, damit dieses Teil rauf und runter gehen kann. Da kommt dann der Drucker drauf. Und von unten habe ich mir einen Dämpfer besorgt. Wird Zeit, dass der Geiber einen Dämpfer kriegt. Ja. So, und der wird dann von unten eingebaut, oben die Platte, und man muss es nur runterdrücken, dann muss es unten arretieren. Da muss ich nochmal gucken, wie wir das machen. Und dann kann ein Deckel drüber. So habe ich es vor. Ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ne? Kiste machen, das Ding einpacken. Und ich wünsche euch ja viel Spaß beim Zugucken. Ja, ich muss mich jetzt voll und ganz auf meine Intuition verlassen. Ich habe sowas ja noch nie gebaut. Und ja, ich habe mir jetzt aus Douglasie mal so zwei Leisten gemacht, die da so eben reingehen. Ja, richtig schön. Den Hub, da kommen unten noch so ein Halter dran. Ja. Da muss ich mal gucken. Warte mal, wenn ich den jetzt da dran mache und den da dran mache, dann ist er unten schon zu weit. Da muss er noch höher, siehst du? Wir schauen mal. So, jetzt ist alles learning by doing hier. So, unten kommt noch eine 16 mm Platte, so ein bisschen darf er haben. Ja. Das bin ich mal gespannt. Ob das so klappt. Ja! Ja, es ist vollbracht. Die Liftung ist drin, aber ich muss nacharbeiten. Das klappt zwar hervorragend, wenn ich drauf drücke. Ja, er kommt auch ganz schön hoch, aber er verkantet hier. Ja, das ist Mist, das soll er nicht. Und deswegen werde ich hier und hier noch eine Führung machen. Das Brett kann ich noch weiter nach vorne ziehen, das werde ich ausgleichen. Ich mache nochmal zwei so Dinger, die ich dann da reinsetze. Muss ich mal messen, ob das passt. Eben mal hoch zum Drucker. So, während das nächste Teil da oben druckt, habe ich hier schon mal vier 20er Löcher mit dem Forstner Bohrer reingesetzt. Da sind nämlich meine Aufnahme für die Drehelemente, für die Drehfüße. Ja, schnackt nachher da ein. Ich werde die jetzt einfach einschrauben, dann da reinstecken. Fertig. So schön ist das, wenn man einen 3D-Drucker hat. Leute, ich möchte nicht mehr anders arbeiten. Nein, nein, ich kann mir meine Teile selber machen. Das ist so geil.
Da habe ich doch tatsächlich vorhin vergessen, das Mikrofon anzumachen oder überhaupt mit anzustecken. Ihr habt es gemerkt, ja. Ich habe noch eine Kabeldurchführung konstruiert, eben mal schnell. Ja, kommt dann da rein hinten, mache ich noch ein Loch, damit man den Stecker durchführen kann. Der sollte eigentlich da durchpassen. Ja, das macht er. Super. Und ich werde noch eine Haltung hier bauen, hier einen Hebel, dass der nicht nach vorne kippen kann. Das werde ich dann aus Vollmaterial machen, damit da so ein bisschen was abfedert. Wenn das Ding an der Wand steht, dann ist das alles so ein bisschen eng. Ne? Das baue ich jetzt eben ein. Die Halterung druckt gerade. Die schraube ich gleich noch an und dann ist die Karre eigentlich fertig und die Griffe kommen noch dran. Und dann zeige ich euch das Ergebnis. Ich bin echt erfreut, was da raus geworden ist. Und ja, werden wir uns ja gleich mal angucken. Ja, ich bin fertig. Ich bin wirklich fertig. Hat ein paar Tage gedauert, ja. Also, das Teil ist, ja, aufrollen. Hinten ist der Kabelauslass, ja. Und, tada! So sieht es von vorne aus, ja. Wie ein normales Schränkchen. Man kann die Tür aufmachen, was reintun. Und jetzt kommt der Aha-Effekt. Oh ja! Geifermäßiges Auftauchen. Siehst du? Super. Sollte man das Teil nicht mehr gebrauchen, einfach hinunterdrücken und es bleibt. Ich habe Glück gehabt mit dem Druck des Stoßdämpfers. Passte. Hundertprozentig. Ja, das ist so eine tolle Sache. Die Kinder kommen jetzt so nicht dran. Da kann man was draufstellen, wenn man ihn nicht braucht. Ich finde das ideal. Ach ja. Die Halterung. Die mache ich noch eben. Ja, ich befinde mich jetzt in der Kindergarteneinrichtung und die Frau Morition wird gleich zu mir stoßen. Ich habe inzwischen den Drucker hier hingestellt und werde ihn ihr präsentieren. Ich bin mal gespannt, was sie sagt. Ne? Ihr seht ja hier. Tada! Ich finde das wunderbar. Ja, und bevor wir hier loslegen, ein Hinweis an Leute, die vielleicht irgendwo einer Institution angehören oder vielleicht auch Interesse hätten an so einem, ja, Drucker für ihre Institution oder an Zubehör. Ich habe euch in der Videobeschreibung einen Link reingesetzt. Da klickt mal drauf. Da gibt es nähere Informationen, wo ihr euch dran wenden könnt. Und eventuelle, ja, Nachlässe, Zuschüsse oder Angebote bekommen könnt. So, und jetzt werden wir erstmal den Drucker in Betrieb nehmen. Jo, die Frau Morition und die Frau Maas sind inzwischen hier eingetroffen. Den Drucker habe ich euch gerade schon mal gezeigt. Und ja, die Firma Canon, wie gesagt, hat dieses Teil gesponsert. Das ist die Kindergartenanlage Senfkorn in Castrop-Rauxel, wo mein Enkelsohn, der Paul, ist. Und ja, ich habe gerade das Teil schon mal vorgeführt. Sie sind begeistert. Wir werden jetzt noch mal eben einen kleinen Probedruck machen, damit ihr seht, was da rauskommt. Frau Morition, was sagen Sie zu dem Gerät? Ist das für Sie ausreichend oder meinen Sie, das ist zu klein oder zu groß oder? Also wir sind begeistert. Wir machen viele Fotos, weil die Kinder ja so Portfoliomappen haben und gehen dann eigentlich immer in einen Drogeriemarkt, um die auszudrucken. Ja. Aber das können wir jetzt hier im Hause machen und das finde ich total toll. Oder auch vielleicht auch mal eben ein Foto vom Kind, wenn irgendwo an der Schublade oder so und das Foto fehlt. Finde ich ganz toll, dass wir das jetzt hier machen können. Ja, der Hersteller sagt nämlich, mit einem Tintensatz kann man bis zu 3800 Fotos 10x15
drucken. Das wären Druckkosten von circa 3 Cent pro Bild. Und wenn man bedenkt, dass man irgendwo in einem Photoshop, was zahlt man? 40, 50 Cent oder was? 24 Cent. Ja gut, aber es läppert sich mit der Zeit. Ne? Ja, okay. Wir werden eben mal ein Foto drucken und dazu werde ich mal eben, ich zeige euch das. Wo ist er? Meinen Enkel auswählen. So, da ist er. Und dann werden wir einmal sagen, drucken. Drucker geht schon los. Und ich zeige euch das Ergebnis. So. Und das sieht doch richtig toll aus, oder nicht? Also die Bildqualität finde ich ganz toll. Ja. Frau Mauritzion. Ist auch. Ne? Richtig schön. Ja. Das Foto, ich denke mal, die Qualität ist super. Ne? Ja. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin begeistert, finde ich ganz toll. Und wer Fotos braucht, der ist mit so einem Gerät mit Sicherheit gut bedient. Ne? Ja. Ja, dann würde ich sagen, dann gibt es noch diverses Zubehör bei, in dem Office-Partner. Den Link dazu habe ich euch auch in der Videobeschreibung reingetan. Und dann würde ich sagen, wünsche ich Ihnen viel Spaß mit dem Gerät. Ja, eins ist, wo man darauf achten muss, bitte einmal hier reinschieben, bevor man den Deckel runter macht. Und dann ist er weg. So, und der Geiger ist auch weg. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Schaut bitte auch die anderen Kanäle an, die auch so einen Tisch gebaut haben. Ich habe euch das auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und wir sehen uns nächste Mal wieder, wenn der Geiger wieder bastelt, im Keller ist oder irgendwas macht. Bei Ihnen sage ich danke. Ja, wir bedanken uns bei Ihnen. Und wir verabschieden uns. Ja. Tschüss. Ihr habt jetzt gerade den Geiger gesehen. Da könnt ihr mich abonnieren. Und da weitere Filme gucken. Wir sehen uns.